Hey Leute, ich bin's wieder, euer Brickmaker, heute zur 5. Folge von Minecraft Dungeons. Ja, ich bin weiter als bei der 4. Folge. Das liegt daran, da es einen kleinen Fehler gab mit Aufnahmen. Und ich würde sagen, wir machen weiter. Kürbisweidenfeuermine. Diese Kürbisweiden seht ihr in der 6. Folge mit dem lieben Ice Cream Crafter und Feuerschmiede seht ihr in der 7. Folge, da die 7. Folge leider nicht aufgenommen hat. Genau, ich würde sagen, fangen wir mal an mit der Kakteenschlucht. Die 5. Folge habe ich eigentlich schon aufgenommen. Hab mir aber gedacht, ich mach's nochmal, da es ebenfalls mit der Aufnahme kleine Probleme gab. Und ich nicht wirklich viel Lust hatte, große Videoteile zusammenzuschneiden. Der Tag, wo das Video rauskommt, ist auch der Tag der Aufnahme. Damit. Also, eigentlich habe ich es gestern schon aufgenommen. Der Erzillager will mit Hilfe einer Macht, die tief in einem uralten und vergessenen Wüstentempel ruht, eine Armee aus Untoten beschwören. Diesen Tempel zu finden ist jedoch keine einfache Angelegenheit, denn der Zugang liegt versteckt in einer tiefen Schlucht, in der sich vergessene Geheimnisse, aber auch hinterlistige Kreaturen verbergen. Jo. So. Genau, das war mir auch. Das waren wir bei der letzten Folge auch, aber ja. Das haben wir alles gehabt. Vielleicht finde ich ja hier eine bessere Waffe, weil ich so. Oh, ein bisschen unlogisch, das ist eine Kuh. Was ich mir auch schon gefragt habe, soll ich den Ladescreen rausschneiden oder soll ich ihn im Video halten? Sagt mir da einfach Bescheid am besten. Also schreibt's unten in die Kommentare. Genau. Ja. Oh, ihr Baby-Zombies, das nervt doch nicht. Die sind so nervig wie im Original Minecraft, ey. Da weg mit euch. Renne ich jetzt einfach geradeaus weiter.
Business Nummer 2. Sicherlich irgendwie anders hoch, oder? Okay, was war das jetzt? Jetzt habe ich eine Belohnung. Nichts. Nervt doch jetzt mal nicht. Besiege Kreaturen, gewähren dir einen kleinen Teil ihrer maximalen Gesundheitsheilung. Hört sich nicht schlecht an. Nach Besiegen einer Kreatur bestehender Weich funktioniert, dass deine Angriffsgeschwindigkeit kurz zu kürzer wird. Okay. Dann haben wir das hier. Zu fressen. Zack, weg. Ich hoffe auch unbedingt einen besseren Bogen, der schneller schießt. Danke.
Das war aber ziemlich schwer. Oh, jetzt spawnen überall welche. Schon wieder, Mann! Pass auf dich aus, mein Schatzi. Schlüsselchen. Hallo, hörst du mir nicht zu? Ich pass auf dich auf, habe ich gesagt. Digga. So. Let me do hier der Tempel. Ist hier der Tempel? Nein! Ja, jein. Er ist kurz vor dem Tempel. Da geht mir so auf die Nerven teilweise. Achtung und. Jetzt geht richtig die Party ab. Komm, schick noch mehr. Komm. Der Creeper hat dem seinen Leuten mehr Schaden zugefügt. Aua. Bam, Alter, weg mit euch. Rüstung, die schlechter ist als meine. Haben wir es jetzt bald. Danke. Schnell zum Tempel. Da ist ein. Da unten ist der Tempel. Anklicken. Du hast den uralten Wüstentempel gefunden. Auf welche Schätze und Entdeckungen wirst du wohl darin stoßen? Werden wir sehen. Was zum Henker bringt das jetzt bitte? Artefakt, das kann ich verwerfen, aber was bringt ein Windhorn? Ah!
Das hat der liebe Ice Cream Crafter auch. Wir warten, bis es abgeklungen ist. Danke. So. Halt, ich kaufe noch was bei diesem netten Nachbarn hier. Bringt mir nichts. Bringt mir auch nichts. Bringt mir schon was. Bringt mir auch was. Bringt mir noch mehr. Sehr schön. Dann haben wir einmal das hier in besser. Die brauche ich im Prinzip nicht. Was haben wir hier? Köcher der Pein. Gewährt langsame Pfeile, die durch Kredite und Wände fliegen können. Ja, bringt mir rein gar nichts. Das bringt mir auch nicht wirklich viel. Dann guck ich bei dem nochmal nach einer guten Waffe. Ist Geschwindigkeit gut, aber nicht so wirklich stark. Schlechter. Der ist besser. Ich würde sagen, ich verwerte den, weil der hat eine ziemlich schlechte Überladung. Aufgeladene Schüsse verursachen mehr Schaden und stoßen Gegner weiter zurück. Durchbohren. Nein, nehmen wir das hier, würde ich sagen. 1, 2, zack. Sehr schön. So. Ich würde sagen, das war's mit der heutigen Folge. Schaltet ein, wenn es wieder heißt, Brickmaker zockt, Minecraft Dungeons oder irgendein anderes Game. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine kleine Bewertung da. Vergisst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, um keine weitere Folge Minecraft Dungeons oder andere zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!